So, herzlich willkommen zum nächsten Bad WWE 2K14 in Universe Mod. Heute wieder mit meinem Bruder zusammen, mit Merti 1000. Hallo! Und wir haben ja bei den letzten Parts, waren ja mehrere Parts, Pay-Per-View der von SmackDown und vom Raw Rooster gesehen. Over the Limit. Das fassen wir nochmal kurz zusammen, die Cards. Als erstes haben die British Bulldogs sich gegen The Terror, so habe ich das Tag Team genannt, wo die drei Leute drin sind, sich durchgesetzt. Dann hat AJ Lee Lyla besiegt. Dann hatten wir das erste Match, was wir uns angesehen haben. Da haben überraschend Brutus, Clay und Tensai ihre Tag Team Titels gegen Edge und Christian verteidigt. Dann Rematch für Razor Ramon. Um den Intercontinental-Titel hat sich der Ultimate Warrior abermals durchgesetzt. Dann hat Alberto Del Rio überraschend verloren. Nicht überraschend, Gott sei Dank wieder verloren gegen John Cena. Wir haben eine 3-monatige Fehde, die geht ja zum einen Monat. Und daraufhin wurde gleich mal die ganze Karte umgeschrieben, die restliche. Hier hatten wir eigentlich erst, also im vorletzten Kampf hatten wir eigentlich ein Triple Threat Match zwischen Randy Savage, Kane und Sergeant Slaughter, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Da wurde aber das Main Event vorgerückt und da konnte der Undertaker sich zum ersten Mal gegen den Hitman behaupten und hat damit auch sich gleich den WWE Championship Titel sichern können. Und im letzten Match wurde dann Main Event wurde dann statt des WWE Championship Match ein weiteres World Heavyweight Championship Match angesetzt, was wir im letzten Part gesehen haben, und da hat dann Randy Orton sich gegen angeschlagenen John Cena durchsetzen können. Jetzt nochmal kurz einen Blick auf den weiteren Terminplan. Da sehen wir jetzt heute, beziehungsweise im jetzigen Part, kommen wir zu WCW Monday Nitro. Dann haben wir nochmal Raw und SmackDown und dann kommt das WCW Pay-Per-View, der Great American Bash. Also werden wir jetzt mal weiter schwingen, damit der Part nicht so lange wird. So, da darf. Jetzt schaut mir mal die Karte an. Merti ist bei der Keule. Der hat gleich mal ein Match gegen den Great Muta. Da muss ich unbedingt noch was ändern. Und ich darf dann gegen Kurt Hennig. Ja, ich habe mein Tag-Team auseinandergenommen mit Kurt Hennig. Kurt Hennig ist jetzt zur NWO gewechselt. Und ich habe jetzt ein Tag-Team mit meiner Keule. Ja, da darf ich gleich mal gegen meinen. Also klingt recht interessant, die Karte. Sehen wir jetzt mal schnell was. Ich habe das Auto. Speichern rausgenommen. Muss jetzt mal kurz was ändern. Ich habe ja für Kurt Hennig da ein separates Eingang geändert. Attire geändert. Und das müssen wir jetzt ändern. Einmal bei Kurt Hennig. Achso, das ist noch das, wo das. Also, die habe ich schon auf Bu gestellt, Originalkleidung, weil jetzt wieder bei NWO ist. Und dann der Great Muta kam ja mit der NWO-Kleidung rein. Dann nehmen wir dann die Originalkleidung. Ja, bei mir lassen wir auch erstmal die Original. So, also haben wir jetzt zwei Parts mit zwei Parts hier. Soll ich hier noch einstellen, dass ich als der Manager mit reinkomme? Kannst du gern machen. Also mir ist das. Weil mein Bruder spielt jetzt nicht so oft Wrestling und wir haben hier auf schwer und war ein normales Match, ne? Ja. Schön mal sehen. So, also warte. Da fällt mir Controller weg. Hex gerade wendet. So, genau. Richtig. Musst du da auf herunterladen bei Superstars? Ne, erstellt. Ah, ne, erstellt, genau. Merci, genau. Okay. Genau. Manager. Genau, weg. So lassen wir einfach. Ja. Also jetzt. Wolltest du den spielen? Ja. Und dann musst du den Gold. Geh mal kurz zurück. Nee, ich such doch. Nee, ich konnte den bestätigen. So, und dann mach mal. Great Muta. Ach, stimmt, genau. Da war er. Ja.
So, dann mal gucken. Ja, bei meinem... So, und Match starten. Ich wollte dann nachher unbedingt, das mache ich dann im Part, wo ich meinen Kampf habe, den ich unbedingt gewinnen muss. Mal wieder nach den ganzen Niederlagen mit Mr. Perfect zusammen. Ja. Was wollte ich schauen? Irgendwas wollte ich schauen, irgendwas Wichtiges. Na halt, wie man sieht, das Intro geht fast komplett außer das Video. Oh, jetzt hast du ein anderes Outfit. Ja, das ist mir dann auch so eingefallen. Ich hätte meinen Tag oder mein WWE-Ding und... Gut, nee, doch, Dings, den Tag, den wir so... Das Outfit, was er hat, wenn er ja, den Tag halt. Hat. Weiß so. Weil sich mein Charakter bisher angegriffen hat. Genau, damit ihr gleich Bescheid wisst, in so ziemlich jedem WWE-Spiel halt so Superstar als Ringansage war ja Merti. Weil die es nie hinbekommt, den Namen reinzunehmen. Was zufällig mal genial wäre. Und ich suche mir mal Namen aus, die dann passen. Und da passt Maximus wunderbar zu meinem Charakter. Kannst ja nicht einfach sagen, The Great Mother. Ja, wir sind ja gerade bei UCW, da ist nochmal Zeit für meine Umfrage. Es hat sich leider erst einer gemeldet. Ich will eine eigene Liga machen. Nur mit erstellten Kurs, wo jeder praktisch mir in den Kommentar reinschreiben kann, unter welchen Namen ich bei den herunterladbaren Community-Inhalten ich den jeweiligen Wrestler finden kann, den ich dann runterladen würde. Und die ersten 6, die sich melden, kriegen dann oder kämpfen dann in 6-Mann Battle Royale um den Main Title. Und der 7. bis 12. kämpft dann um den Nebentitel. Kannst du mal ein bisschen näher am Ring bleiben, weil das verschwimmt so ein bisschen, wenn du weggehst. So, eigentlich bin ich ja ein Face, aber aufgrund der Unerfahrenheit meines Schützlings muss ich ihnen ein bisschen helfen. Es kann gut möglich sein, dass ich dann irgendwann rausgeschickt werde. Oder ich verliere. Weißt du, warum das immer so verschwimmt? Nee. Na? Meine Ohren sind da nicht so viel. Ich will mal schauen, ob ich mir einen Finisher zusammen feiern kann. Ja, eigentlich sind wir Face, da bin ich stehen geblieben. Aber manchmal muss man einfach eingreifen. Der Zweck heiligt die Mittel. Oh, kommt Counter. Achso, toll. Nein. Das war, oh nein. Du musst natürlich. Das ist ja nur zeitnah drücken. So ja, nee, ich hab X gedrückt. Na, ah, wieso? Boah, ich bin da schon orange. Ich hab jetzt aber gedrückt, also du kannst jetzt nicht sagen, ich hab dich gedrückt.
Aber gleich ist mein Controller noch schuld daran. Das ist ja cool, wenn man erstmal nicht angreift. Also ich würde dir eigentlich helfen, indem ich ihn richtig angreife. Nein! So Great Mutas, aber ohne richtig harte Sau hier. Also den hat er richtig hart gemacht, wie du siehst. Ich glaube, das wird deine erste Niederlage. Ja, Leute, tut mir leid, wenn ich jetzt enttäuschend bin. Beim nächsten Mal sollte es sich vorher ein bisschen einkämpfen. Ja, warte, wann hat das letzte Mal geschieht? Bah! Zeitchen! Ah, das sieht ich hier halt wenigstens noch hinbekommen. Ja, hat er nichts gemacht. Oh, ich glaube, ich werde rausgeschickt. Na, zu früh. Jetzt wenigstens durch Disqualifikation verlieren? Meinst du, das ist mehr ehrenhaft? Ich bin rausgeworfen. So, ich bin raus. Ja, wenn du gut bist, kannst du ihn so lange draußen bearbeiten, dass du wenigstens durch Aussehen gewinnst. Und so darfst du nicht machen, so was wird meistens geklappt. Ja. Hast du irgendeinen Move, der richtig schön lange dauert? Und dann so, jetzt sollte ich schnell aufstehen und die Erinnerung. Boah, und jetzt dauert's ewig! Achso, ja, hätte ich machen können. Boah, einfach mal ausprobieren. Kann ich erstmal nicht. Und zieht noch die Augen. Nein, und natürlich muss ich. Ich folge gerade gespannt das Geschehen hier. Watch it, watch it. A shoulder block.
Das ist der Finisher schon zu lange her. DDT auf den Apron. Aua! So ein bisschen schmerzhaft. War der Finisher. Wenn die mal bei mir so eine Finisher hätten, dann bin ich erstmal aus dem Ring raus und... Ah, mein Fehler. Hätte ich ein bisschen warten sollen. Das ist zu schwer, weil das hier das Ding schon verbraucht. Ja, aus Versehen, jetzt wird er noch zu viel Scheiße. Dann mal jetzt Submission Moves. Wenn du jetzt eh nicht zum Pin kommst. Genau, richtig. So, okay. Ungewohnt. Und es lief erst richtig gut, als ich dann weg war. Ja. So, Merti 1000 hat seinen ersten Sieg. Boah! Aber Great Muta ist so, der ist richtig gut gemacht. Also ich hatte ja, bevor ich mit den Let's Plays hier anfing, hat ja schon ein paar Mal neu angefangen, um den Universe-Mode auszuprobieren. Ja, schon, und da war der da ja schon. Da mir einige Niederlagen gegen den Great Muta gefallen. Allgemein, als wir so mal ganz normale Matches damals gemacht haben, war der dann schon ordentlich. War es ordentlich? Ja. So, das war's dann für den Teil erstmal. Und wir. Also, ich sehe gleich oder spiele gleich meinen zweiten Teil. Ihr werdet es dann höchstwahrscheinlich morgen frühestens erst sehen. Ja. Also, bis dann. Wenn euch der Part gefallen hat, so wie immer. Schreibt einen Kommentar oder eine Bewertung, da würde ich mich sehr freuen. Bewerten, abonnieren und ja, genau. Teilen, wenn ihr mögt. Ansonsten. Alles Mögliche halt. Ah, wir schauen hier jetzt nochmal, wie sich The Brotherhood gegen die Four Horsemen schlagen. Der Blick auf die Four Horsemen. Nee, Brotherhood gewinnt. Gut, also bis zum nächsten Part. Tschüss.